Als Sparer, Anleger oder Trader ist Ihnen Frankfurt am Main ganz bestimmt so bekannt wie Bulle und Bär. Im alten Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse besuchten wir den Finanzjournalisten Mick Knauf. Mick, wir haben uns zur letzten World of Trading hier in Frankfurt kennengelernt. Jetzt stehen wir im Handelssaal der Börse, deinem Arbeitsplatz. Wie geht es dir und wie war das erste halbe Jahr? Also ich finde es soweit gut, muss ich sagen. Und das erste halbe Jahr, nachdem wir ja im Jahr 2018 über 18% verloren haben, sieht es doch relativ freundlich aus. Auf Halbjahresbasis liegen wir jetzt mit 17,2% im Plus. Und das trotz oder wegen Donald Trump. Und das, obwohl wir noch einen Brexit zu erledigen haben, der italienische Haushalt noch nicht aufgestellt ist und vor allen Dingen im Persischen Golf ist ja auch noch ordentlich kracht momentan. Also von daher, bislang können die Börsianer zufrieden sein. Wie denkst du über Donald Trump in Bezug zur Weltwirtschaft? Ja, man muss fairerweise sagen, er ist vielfach verteufelt worden und im Vorhinein, als er gewählt worden ist, haben sie alle geschrien, wenn der Trump Präsident wird, dann werden uns die Börsen absaufen. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sehen es gerade in Amerika bei den drei großen Indizes, der Dow Jones, die Nasdaq Technologiebörse, der S&P 500, alle mit neuen Rekordhöchstständen. Und Donald Trump ist jemand, der sich für die Börse interessiert. Er will die stabile Börsen haben. Er will ja sogar schon Einfluss auf die Geldpolitik der Federal Reserve nehmen. Und wir hatten fast ein altes Beispiel mehr. Kann man sich vielleicht noch daran erinnern? Ronald Reagan war mal Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, was war Ronald Reagan? Der war Schauspieler, Western-Darsteller. In der Zeit von Ronald Reagan ist die Wirtschaft in Amerika so nach oben gelaufen. Einer der erfolgreichsten Präsidenten der USA. Vielleicht macht ihm zumindest das Donald Trump nach. Das waren erstmal die aktuellen News am Markt. Mir ist aufgefallen, dass viele ältere Menschen Flaschen sammeln. Weshalb ist das deiner Meinung nach so? Ja, man muss fairerweise dazu sagen, es sind halt eben Leute, die 40, 45 Jahre gearbeitet haben. Ja? Und die waren dann auch immer der Meinung, ihre Rente ist sicher. Der alte Norbert Blüm-Spruch. Sie ist ja auch sicher. Aber wie viel? Mit 800, 900 oder 1000 Euro wirst du kaum in Frankfurt leben oder überleben können. Und so holt man sich auf der einen Seite sein Taschengeld über das Flaschenpfand und auf der anderen Seite, finde ich noch bedauerlicher, das Einzige, was momentan in Deutschland wächst, wie die Pilze aus dem Boden, das sind die sogenannten Tafeln. Wir können keinen Flughafen, wir können keine Pünktlichkeit bei der Bahn, wir schaffen die Automobilindustrie komplett ab. Im Bereich erneuerbare Energien sind wir nicht mit dabei. Elektromobilität geht nicht, aber die Tafeln, die wachsen. Das ist ein Armutszeugnis für die Bundesregierung und für den Staat. Mehr Informationen zu Mick Knauf erhalten Sie hier. Caridio Image und Eventfilmproduktion.